Alle Männer jetzt mal bitte ganz warm anziehen. Diese Mädels von Waspo 98 haben richtig Wumms im Arm, hämmern jeden Ball humorlos in die Maschen und sehen dabei auch noch extrem gut aus. Frauenpower vom Feinsten. Die Damen sind heiß auf die neue Bundesliga-Saison. Am Samstag geht's los. Es soll ein Neuanfang sein mit Mega-Mädels, aber einem Problem, sie brauchen Sponsoren. Ich denke, das liegt daran, dass viele Leute gar nicht wissen, was Wasserball ist. Die denken häufig, das ist das, was man im Sommerurlaub Ball über die Schnur spielt oder ähnliches. Man kann stehen, aber das stimmt alles einfach gar nicht. Der Sport zerbricht tatsächlich auch und mehr Teams hören irgendwie auf, komplett Mannschaften zu melden. Und es ist natürlich traurig, weil für solche Frauen oder auch die Jungsmannschaften, die dann irgendwie sehr, sehr viel Talent haben, geht der Sport dann natürlich kaputt. Und wir brauchen einfach Sponsoren, damit wir die Mannschaften weiter besser fördern können. Fünfmal die Woche steht ihr neuer Coach am Beckenrand und der weiß, wie man Pokale holt. Erik Bukowski war Nationalspieler und hat als Athlet so gut wie alles abgeräumt, was es an Trophäen zu holen gibt. Die beste Saison der Damen liegt schon etwas zurück. Sie wurden schon deutscher Vizemeister, Vizepokalsieger, Supercup-Sieger. Dann folgte die Durststrecke. Wenn man einmal aus der Förderung rauskommt, weil man bestimmte Leistungen nicht erzielt hat bzw. nicht an Meisterschaften teilgenommen hat, ist man relativ schnell in der Abwärtsspirale. Da müssen wir jetzt wieder rauskommen, müssen versuchen, junge Talente nach vorne zu kriegen und dann wieder aus diesem Leistungstief rauszukommen. Ein ähnliches Programm wie gestern. Eine Gruppe schwimmt. Heute haben wir aber die Möglichkeit, zwei Gruppen gehen auf die Tore. Eine Gruppe wird immer aus der Bewegung schießen, also diese ganz Standard passen, zur Seite bewegen, zurückbekommen, Direktschuss. Und auf der anderen Seite bin ich dann und wir machen spezifische Schussübungen. Ja. Zimperlich dürfen die Ladies beim Wasserball nicht sein. Es ist eine der härtesten Mannschaftssportarten überhaupt. Schnell schwimmen, hart werfen, wo man nicht stehen kann, immer über Wasser sein und zwar bitte liegend. Wenn ihr den Ball nicht habt, flach liegen, Hintern hoch. Und nie wie eine Kerze im Wasser stehen. Und da, wo es der Schiri nicht so sieht, wird gerangelt. Das ist auf jeden Fall ein Kontaktsport, auch ein sehr harter Sport. Man kriegt auch manchmal Verletzungen tatsächlich. Irgendwie wird manchmal, wenn jemand unfair spielt, im Rücken getreten oder es passiert sonst was unter Wasser. Fouls gehören einfach mit zum Spiel. Die Damensparte von Waspo 98 hat alles, was man für Spitzenleistung braucht. Nationalspielerinnen, die jungen Wilden, Athletinnen mit langer Wasserballerfahrung und dazu noch ganz viel freie Werbefläche. Wir haben Trikots, wir haben T-Shirt, wir haben Polohemden, Hosen, unsere Badeanzüge, auch Kappen. Jedes Sponsoring tut uns unglaublich gut. Jeder Euro bringt uns die Möglichkeit, Trainingslager zu organisieren, Spiele zu organisieren, Trainingsflächen zu bekommen. Und nur darüber gibt es dann die Leistungssteigerung, gibt es den Anreiz auch für die Mädchen, mehr Zeit zu investieren. Samstag, Startschuss der Bundesliga-Saison. Da müssen sich dann auch alle Gegnerinnen von Waspo 98 ganz warm anziehen.